Zusammen mit meiner Kollegin Claudia Gamon, unserer Europaabgeordneten, darf ich unseren Blick auf das Impfstoffchaos, Impfstoffbeschaffung auswerfen und eine Vorschau auf die Plenarwoche geben. Wir schauen ja da in ein gewaltiges Programm mit zuerst einer aktuellen Stunde der Freiheit in alle Bundeskanzler, dann mit einer dringlichen Anfrage von uns. Und wir haben also den Rudi in der Mangel eine ganze Woche lang. Sie wollen ja unbedingt den Rücktritt von Anschober und ich nehme an, der gestrige Tag und das gestrige Chaos, auch der Auftritt von Rudi Anschober in der ZIP 2, den wir uns gleich noch einmal anschauen werden, das war ja wirklich Rudi ratlos, könnte man sagen. Ja? Ja. Sowas habe ich ja noch relativ selten gesehen, dass ein Gesundheitsminister sagt, ich kann nichts machen. Ich nehme an, das hat Sie ziemlich auf die Palme gebracht. Sie haben ja schon vor ein paar Tagen in Fellner Live vehement den Rücktritt von Rudi Anschober gefordert. Ja, er versteht die eigenen Gesetze nicht. Der Gesundheitsminister hat ein Weisungsrecht gegenüber den Landeshauptleuten. Wenn er sagt, ich dränge und drücke, ich weiß nicht, sitzt er auf der Toilette, aber in Wirklichkeit, er kann das anweisen, was die zu tun haben. Und dann muss er halt so eine Weisung erlassen und dann müssen die Landeshauptleute spuren. Oder er hat den Mut nicht. Was ist denn Ihre Meinung? Was werden Sie uns heute in der Pressekonferenz mitteilen? Sind Sie für Verschärfungen in den drei Ostbundesländern oder sind Sie nach wie vor, wie in unserem Interview vor ein paar Tagen, für eine Öffnung der Schanigärten? Ja, ich glaube, die Vorarlberger haben es gezeigt. Wenn die Menschen etwas dürfen, dann gehen sie dafür auch testen. Die Vorarlberger haben 67% mehr Tests jetzt gehabt in der Woche der Gastroöffnung, weil jeder möchte wieder einen Kaffee trinken gehen oder einen Seiterl. Und wenn man die Schanigärten öffnen würde und sagen würde, Leute, geht's testen, dann dürfen die Schanigärten, würde man viel mehr Menschen erreichen, die auch testen gehen. Und das wäre ein konstruktiver Beitrag, einmal losgelöst von Einsperren, Zusperren, Absperren. Ja, Sie sind ja Vorarlberger, dort ist ja die Inzidenzzahl runtergefallen auf 33. Ja, Bezirk, bundesländerweise sind wir ein bisschen höher noch, aber in meinem Heimatbezirk sind wir schon in der Größenordnung, die Sie gesagt haben. Und das ist natürlich ein Teil, ist, dass sich die Leute daran halten, aber ein Teil ist das ganz konsequente Testen und dass das Bundesland auch das Contact Tracing wieder besser auf Vordermann gebracht hat als andere Bundesländer. Das heißt, heute in Ihrer Pressekonferenz um 10.30 Uhr erfahren wir zwei Dinge. Erstens, Sie bringen eine dringliche Anfrage ein. Was wird denn das sein, Herr Lorca? Was ist die dringliche Anfrage? Haben jetzt alle nichts gewusst anscheinend. Nicht? Der Kurz hat nichts gewusst von der Impfstoffbeschaffung, der Anschober hat nichts gewusst. Und dann fragt man sich, was ist das für eine Republik, in der die Beamten alles machen und keiner von den verantwortlichen Regierenden weiß etwas. Wir werden also ganz viele Fragen stellen, wer hat wann welches Schreiben bekommen und wer hat wann welches Schreiben in den Ministerrat gebracht. Weil das ein Kanzler mit seinem Kontrollwahn, der jeden Zeitungsartikel selbst redigieren würde, nichts gewusst hat vom wichtigsten Beschaffungsprozess in der Zweiten Republik und dass auch sein Gesundheitsminister das alles nicht gelesen und nicht